Herzlich willkommen zu Abenteuer und Reisen TV. Shakira, Britney Spears, Jennifer Lopez, Anastasia und wie sie noch alle heißen. Via We Connect ist unser Slogan und das wollen wir und unsere taiwanesischen Kollegen so laut wie möglich sagen. Okay, einen Themenpark habe ich noch. Der vierte Park wurde als allererster hier in Florida gebaut. Magic Kingdom, das weltbekannte Reich der Fantasie. Also ich war mit dabei, wir sind Samstagvormittag in den Harz gefahren eben. Ja. Und auf dem Weg zum Bahnhof sind wir an ihrer Filiale vorbei. Ich da einfach einen dieser Produkte abschreiben unter Lösung 4. Na, ankreuzen. Man sieht schon an meinem Outfit, heute geht es ein bisschen härter zu, denn die Mädels hier brauchen hartes Training. Die werden heute schwitzen, morgen werden sie Muskelkater haben. Heute nämlich mit Drill-Aerobic und Box-Aerobic. Ich darf Sie jetzt dann auch gleich im Anschluss zur zweiten japanischen Teezeremonie einladen. Hier wird auch gleich wieder aufgebaut. Wünsche Ihnen bis zum Mitternacht noch einen schönen Abend. Viel Spaß. Was fällt Ihnen zu Paprika, Puster und Piroschka ein? Natürlich Ungarn. Und dorthin führt uns unsere heutige Reise. Herzlich willkommen zu Abenteuer und Reisen TV. Und herzlich willkommen hier bei uns am Stand von VIA Technology. Ist nicht anwesend, dann wird eine neue Nummer gezogen. Also wir ziehen so lange weiter, bis VIA We Connect ist unser Slogan. Und das wollen wir und unsere taiwanesischen Kollegen so laut wie möglich sagen. VIA We Connect! Noch einmal! VIA We Connect! Jeden Messetag wird VIA Technologies ein Notebook verschenken. Da einfach eine dieser Produkte abschreiben und bei Lösung 4. Na, ankreuzen. Wir haben nicht nur einen Preis, nicht nur zwei Preise, sondern insgesamt fünf Preise. Double Data. Rate. Das ist noch nicht die Lösung vorsagen, Sabrina. Wer ist der glückliche Gewinner? Name ist? Michael Herr. Michael, Applaus für Michael und sein neues Mail. Super. So einen kleinen Puschel da vorne. Könnt ihr wirklich damit was anfangen? Auch? Also, was hast jetzt du gesagt, Marina? Das hast du gesagt. Und dann geht's auch weiter. Morgen um 11 Uhr mit der nächsten Verlosung. Hier, Marianne Fecht ist eine dieser jungen Frauen. Was die 16-Jährige alles getan hat, um den gleichen Bauch wie Britney Spears zu bekommen, davon erzählt sie uns im folgenden Beitrag. Okay, einen Themenpark habe ich noch. Der vierte Park wurde als allererster hier in Florida gebaut. Magic Kingdom, das weltbekannte Reich der Fantasie, wo Männer wie ich wieder zum Kind werden. Aber nur dort selbstverständlich. Sollen Sie dabei gewesen sein oder vielleicht sogar eingeworfen haben, das weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich war mit dabei, wir sind Samstagvormittag in den Harz gefahren eben. Ja. Und auf dem Weg zum Bahnhof sind wir an ihrer Filiale vorbei. Sie hatte diesen Umschlag. Das war was für ein Wochentag? Das war der Samstag, also Sonnabend. Samstag, genau. Ja. Hatten Sie die PIN-Nummer? Ob ich die PIN-Nummer kannte? Ja. Nein. Nein. Also ich hatte mich, muss ich auch zugeben, auch gewundert. Denn auch mir ist natürlich bewusst, dass man die PIN-Nummer nicht unbedingt jetzt mit der Karte zusammen aufbewahrt. Unterstellung und diese unterstellende Frage, könnten Sie die Auskunft verweigern? Wie muss ich jetzt darauf antworten? Und übrigens, Tombola-Lose sind alle verkauft. Wow, das bedeutet, wir haben einen Erlös von ungefähr 2000 Euro für die Schulen von Yunnan zustande gebracht. 2000 Euro, das ist auch mein Applaus wert, genau. Ich darf Sie jetzt auch gleich im Anschluss zur zweiten japanischen Teezeremonie einladen. Hier wird auch gleich wieder aufgebaut. Wünsche Ihnen bis zum Mitternacht noch einen schönen Abend, viel Spaß und erscheinen Sie genauso zahlreich um Mitternacht zum nächsten Teil unseres Karnevals der Kultur. Dankeschön. Was ist Buda ohne Pest und was ist Fernsehen ohne Werbung? Während Sie sich jetzt die Werbung angucken, werde ich von dem einen Teil Buda nach Pest wandern. Und was uns da alles erwartet, das sehen Sie im nächsten Teil. Alpro Soja präsentiert. Bleib fit, stepp mit. Unsere Trainer haben sich diesmal besonders fiese Übungen ausgedacht. Man sieht schon an meinem Outfit, heute geht es ein bisschen härter zu, denn die Mädels hier brauchen hartes Training. Die werden heute schwitzen, morgen werden sie Muskelkater haben. Heute nämlich mit Drill Aerobic und Box Aerobic. Also, auf geht's. Frische Luft statt Haarspray-Duft. Draußen werden erst einmal sämtliche Muskeln aufgelockert. Alpro Soja präsentierte Ihnen Bleib fit, stepp mit. Ich hoffe, die Reise ins Land des Gulasch hat Ihnen gefallen. Leider müssen wir uns schon wieder von Ihnen verabschieden. Alle Informationen zu unserer heutigen Sendung finden Sie wie immer über unseren Faxabruf. Denken Sie an unser Gewinnspiel, rufen Sie uns an und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Abenteuer und Reisen TV. As morning reaches with its song, I'm walking by